Die Wirtschaft boomt in Deutschland, doch bei einer Bevölkerungsgruppe kommt der Aufschwung offenbar nicht an. Im Gegenteil. Immer mehr Kinder müssen in wirtschaftlich schwierigen Verhältnissen leben. Fast 2 Millionen sind hierzulande auf Hartz IV angewiesen. Das höchste Armutsrisiko haben Kinder, die bei Alleinerziehenden aufwachsen oder mit mehr als 2 Geschwistern oder im städtischen Raum. Und das gilt fürs ganze Land. Besonders schlimm ist die Lage in Bremerhaven. Von dort Kai Niklasch. Ausgelassen spielen und toben. Für viele Kinder in Bremerhaven Ablenkung von Problemen zu Hause. Denn die Seestadt hält eine traurige Spitzenposition. Über 40% der Kinder leben in Armut. Viele von ihnen werden schon in der Schule ausgegrenzt. Ich bin für Schuluniform zum Beispiel. Da fällt das schon mal weg. Du hast neue Adidas-Schuhe, du hast einen Adidas-Anzug, einen Nike-Anzug, du hast Sachen von Kick. Würde wegfallen. Ein Kind wird als Kind gezählt und nicht das, wie es aussieht, was es an Klamotten hat. In Deutschland sind immer mehr Kinder auf staatliche Unterstützung angewiesen. Eine Bertelsmann-Studie verrät, das Armutsrisiko ist für Kinder Alleinerziehender besonders groß. Wie etwa bei dieser Mutter aus Bremerhaven, die für ihre Kinder jeden Euro umdreht. Man muss halt dann verzichten. Aber das mache ich gerne und ich mache es für meine Kinder. Sie sollen gesund und glücklich sein. Mehr nicht. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Leben Kinder in Armut, sinken die Bildungschancen, denn sie haben kein eigenes Zimmer zum Lernen. Die Eltern vernachlässigen bei der Nahrung Obst und Gemüse und der Nachwuchs ist häufiger krank. Grundproblem, die Kinder leben von Hartz IV oder die Eltern haben nur einen schlecht bezahlten Job. Die Realität, das ist die heutige soziale Spaltung. Alles, was an Reichtum, an Zuwachs entsteht durch die Ökonomie, auch an wirtschaftlichem Wachstum, auch an Kursgewinnen, das geht zu denen, die bereits schon einkommensstark sind und vermögensstark sind. Aber es tropfelt sozusagen nichts hindurch in die Armenschicht. Sozialverbände schlagen deshalb vor, mehr Kita-Plätze und Ganztagsschulen zu schaffen, um Kinder aus dem Kreislauf der Armut herauszubekommen und ihnen neue Chancen zu eröffnen.